ja, konfliktäre Situationen fällt mir vielleicht auch ein Beispiel zu ein. Es geht, vielleicht passt ganz gut dieser Punkt Kommunikation. Wir wollen natürlich auch offen kommunizieren. Das ist halt auch eine unserer wichtigen Prinzipien, wenn man so will. Und ich bin mehr und mehr der Ansicht oder erlebe halt auch häufig, dass das gerade in so großen Konzernen wie beispielsweise auch der Allianz manchmal gar nicht so richtig möglich ist. Das liegt einfach daran, dass sie als Führungskraft immer mehreren Herren gleichzeitig dienen, die natürlich alle eigene Ansprüche haben und die manchmal ja auch miteinander in Widerspruch stehen oder um gleiche Ressourcen dann halt eben miteinander konkurrieren. Und da muss man halt eben dann schauen, wem kann man dann da am ehesten oder wie kriege ich da einen Kompromiss hin? Und dann heißt es so schön, wir wollen offen kommunizieren. Das heißt, wir wollen in einem offenen, klaren Dialog sein. Das ist manchmal aber gar nicht möglich, ne? Weil jeder, der als erstes informiert ist, ganz froh ist, dass er als erstes informiert ist, heißt aber auch gleich, ich habe jemanden, der als zweiter, dritter, vierter erst informiert ist. Und der ist natürlich dann immer erstmal, ja, fühlt sich zurückgesetzt an der Stelle. Warum kriege ich die Information denn jetzt erst später? Warum wissen das schon alle anderen vor mir? Das ist so eine typische Haltung, die mir halt auch immer wieder passiert. Ne? Warum weiß der andere das vorher? Warum bin ich immer der Letzte? Und gerade da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ich als Führungskraft eine persönliche Bindung eben auch zu meinen Leuten habe, damit so ein, ja, damit so eine Situation, die vielleicht nicht ganz eindeutig ist, dann halt nicht sich ausweitet. Also wenn ich das jetzt weiter spinne, dann würde das heißen, der mag mich nicht und deshalb sagt er es mir nicht und der will mich loswerden und deshalb sagt er es mir nicht und dann kann man sich das so aller Watzlerweg dann irgendwie noch bis zum Eskalationsfall per se dann eben weiterspinnen. Dann ist es eben wichtig, dass ich die persönliche Bindung habe und weiß, okay, wenn es ein Missverständnis gibt, gehe ich auf meinen Vorgesetzten zu oder der kriegt das vielleicht sogar noch mit, dass bei mir irgendwas nicht stimmt und fragt mich dann. Und wir haben die Möglichkeit, das dann halt eben zu bereinigen.